Ja, das ist schnell gesagt. Zunächst kleines Land, immerhin 16 Millionen Einwohner, das ist nicht ganz wenig, aber klein in der Tat. Wir müssen einen Satz vorausschicken. Letztes Jahr hat es eine Volksbewegung gegeben im Herbst gegen den seit 27 Jahren regierenden, ja, Diktator kann man sagen, Blaise Compaoré. Und die Volksbewegung hat es geschafft, weil die Armee also sich auf die Seite des Volkes gestellt hat und Compaoré musste am 31. Oktober letzten Jahres das Land unter chaotischen Umständen verlassen. Seitdem hat es einen Demokratisierungsprozess gegeben. Der hat zunächst mal dazu geführt, dass man einen Interimspräsidenten, den Michel Cafando, eingesetzt hat, einen ehrenwerten Zivilisten. Und man hat einen vorübergehenden Premierminister, das war der Tribut, den man an die Armee, die da nicht eingegriffen hatte, hat zahlen müssen, einen Leutnant, Isaac Sida, glaube ich, hieß der. Diese beiden sind jetzt verhaftet worden, wie wir erfahren haben, heute aber wieder, zumindest sind der Präsident Cafando ist frei. Geputscht hat, das ist recht interessant, ein Militärorgan, das man bisher noch nicht geschafft hatte aufzulösen, nämlich die ehemalige Präsidentengarde. Das ist eine Truppe von extrem gut ausgebildeten, dahinter steht natürlich Frankreich, Soldaten, etwa 1300 an der Zahl. Und es war gerade jetzt eine Debatte, wie man sozusagen diesen Machtfaktor ausschaltet, weil man wusste, dass er natürlich in der Führungsspitze von ehemaligen Campaore-Leuten besetzt ist. Und ja, wie man ist halt im Moment noch nicht zu Potte gekommen und die sind der Bewegung des Übergangs zuvorgekommen. Und da hat sich einfach ein nicht so im Rampenlicht stehender Mann nach vorne geputscht, der Gilbert Diendéré, der aber bekannt ist, der hat seit 27 Jahren auch den Campaore begleitet, war sein Geheimdienstchef. Man verdächtigt ihn auch, dass er beteiligt war, den Staatsgründer, den Thomas Sankara, ermordet zu haben, damit er freies Schussfeld war für die Campaore. Also eine sehr schillernde Figur. Der hat geputscht. Man vermutet verschiedene Gründe dahinter, die können wir vielleicht anschauen. Er hat als nächstes jetzt mal einfach eine Fernsehsendung gemacht, ja nicht ein Programm, aber so die nächsten Schritte anzukündigen. Er hat gesagt, sein erster Satz war, wir werden in jedem Fall nicht an der Macht uns verewigen. Das kann man natürlich nicht auf die Goldwaage legen, da muss man gucken, was die Fakten sind. Und das Zweite, er hat einen, und das ist natürlich ein bisschen absurd, einen Conseil National pour la Démocratie, CND, gegründet, das heißt übersetzt ein Nationalrat für Demokratie. Also man putscht und dann möchte man die Demokratie einführen. Das ist natürlich in sich ein Widerspruch. Also das mal zunächst zu den Fakten. Es hat natürlich von der Volksbewegung Demonstrationen gegeben. Donnerstag ist das alles passiert, also gestern und am Mittwoch schon. Es ist schwer von außen einsehbar, was genau passiert ist. Man weiß von ersten Toten, weil das die Bevölkerung natürlich nicht hinnehmen wird. Aber die Ausgangssperre, die verhängt worden ist in Ouagadougou, der Hauptstadt, ist zunächst mal eingehalten worden. Also das sind jetzt so die dünnen Nachrichten, die durchkommen. Jetzt kann man drüber nachdenken, was könnten Gründe sein, nicht? Ja, was mich vor allem interessieren würde, ist Burkina Faso auch von Ebola betroffen gewesen? Das gehörte nicht zu den Ländern, nein, nein. Aber es war an der Grenze zu diesen Ländern Ja, sozusagen. ja, ja. Sie haben also immer wieder auch bei Liberia in dem Kriegsgebiet eingegriffen, auf sehr unrühmliche Weise. Und Liberia war eines der Länder, die auch betroffen waren von Ebola. Aber kein ursächlicher Zusammenhang mit den politischen Ereignissen jetzt im Moment. Okay, und was hat für politische Unruhe gesorgt im Vorfeld des Putsches? Also ich habe immer so Nachrichten aus der Ecke von Spezialisten. Es gibt in der französischen Zeitung Le Monde eine Afrika-Abteilung, da sitzen hervorragende Leute, die manchmal auch sehr gute Analysen bringen, die dann zugänglich sind. Die stehen nicht immer in Le Monde, aber man kann da rein. Und die haben eine Vermutung, die mir von ganz großer Plausibilität erscheint. Die Welt gesetzt in einer Analyse, die heute in Le Monde auch in Teilausschnitten veröffentlicht worden ist. Das steht wieder nicht in der deutschen Presse. Man hat in der Vorbereitung dieses Übergangs jetzt für den 11. Oktober, also im nächsten Monat, Wahlen angesetzt hat. Und man wollte zunächst den Präsidenten neu wählen. Der jetzige ist ja nur ein Interimspräsident, der nicht aus Wahlen hervorgegangen ist. Und dann sollten im Nachgang auch das Parlament neu gewählt werden. Das war geplant, als den Abschluss zu betrachten für diese Übergangsphase. Und die Regierenden sollten dann
auch wieder die demokratische Legitimierung durch eine Volksabstimmung bekommen. So, im Vorfeld davon ist im Sommer ein Wahlgesetz verabschiedet worden von einer Übergangskommission, die ein Stück so Beratung der Regierung gemacht hat. Und in diesem Wahlgesetz, was darin mit beinhaltet ist, ist vorgesehen worden, dass man sämtliche Menschen, die in irgendeiner Weise mit dem Vorregime von Campaore in Kontakt standen, da waren zum Beispiel drei ehemalige Minister, der Außenminister, die hatten sich als Kandidaten aufgestellt und die hat man von der Liste verbannt. Das heißt, es war keinem der ehemaligen Partei des Campaore-Trupps erlaubt, an den Wahlen teilzunehmen. Und das ist natürlich etwas, was dann den Widerwillen hervorgerufen hat. Man muss auch wissen, Campaore hat natürlich seinen Rückhalt, nicht nur in der Armee, da wohl weniger, weil die sich bisher ruhig verhalten hat, aber in dieser Prätorialgarde. Und er hat natürlich auch in der Bevölkerung Rückhalt. Er gehört immerhin zu dem Mossi. Das ist die ethnische Hauptgruppe in dem Land, da gehört der Campaore dazu. Die haben natürlich auch dort ihren ehemaligen Mann unterstützt. Also es ist nicht so, dass Campaore im ganzen Volk verhasst war. Und wenn man jetzt in diesem Wahlgesetz einfach Menschen aus dieser Ecke untersagt, an den Wahlen teilzunehmen, das ist halt Teil des demokratischen Spiels, denke ich, dann ist das keine inklusive Wahl. Diese Vermutung, dass das ein zentraler Auslöser für den Putsch gewesen sein kann, entnehmen die Analysten von Le Monde aus der ersten Fernsehansprache, die dieser Übergangsputschist gehalten hat, und war ein verräterischer Satz drin, der heißt, er möchte als nächstes Wahlen organisieren, die inklusiv sind. Also das kleine Wörtchen inklusiv kam vor, das wäre ein Hinweis auf dieses. Interessant fand ich, dass die Westafrikanische Wirtschaftsunion, CDO, ich glaube in Deutschland wird das mit EWAX-Abkürzung übersetzt, die hat ein Schiedsgericht eingesetzt, als das rauskam, dieses Wahlgesetz, und hat eindeutig im September gesagt, dieses Wahlgesetz ist nicht korrekt. Das ist aber in Ouagadougou von den Übergangsgremien nicht zur Kenntnis genommen worden. Also das wäre eigentlich ein Warnsignal gewesen, das nochmal zu überarbeiten und vielleicht auszuhandeln, dass man wirklich inkriminierte Politiker aus der Vorzeit, die auch Dreck am Stecken hatten als Geheimdienstler oder bei Folterungen Verantwortung hatten oder so, dass man die ausschließt, aber nicht im Bausch und Bogen sämtliche von dieser ehemaligen Partei vom Campaore. Das war die CDP, das Congrès pour le Progrès la Démocratie, die haben ja immer so Fantasienamen, Kongress für den Fortschritt und Demokratie, das war die Campaore-Partei. Also ich denke, das könnte sehr plausibel sein, dass das ein Putsch anders war, weil letztes Jahr, als der Campaore ins Exil gejagt wurde, hat dieser jetzige selbsternannte Übergangspolitiker Gilbert Diendéré geschwiegen. Man wusste, er war ja immer noch da, seine 1300 bewaffneten Soldaten waren auch noch da. Er hat nicht eingegriffen, er hat gesagt, er wartet jetzt mal ab, wie dieser Demokratisierungsprozess läuft. Also sehr zurückhaltend, auch das muss man wissen. Und vielleicht ist jetzt überreizt worden von diesen Übergangsgremien. Aber in letzter Bestimmtheit können wir das natürlich nicht sagen, aber die Vermutung ist sehr hoch, nicht? Diese Übergangsregierung ist ja dann auch festgenommen worden und mittlerweile wieder frei. Ja, ist das so? Ich glaube, das erklärt sich dadurch, dass man gemerkt hat, dass sich natürlich auch in anderen Städten, nicht nur in der Hauptstadt Ouagadougou, ein erster Widerstand abzeichnete. Es gibt, das darf man nicht vergessen, eine riesige Auslandsgemeinde von Burkinabé in Deutschland, Frankreich vor allen Dingen. Der Staat lebt ja eigentlich nur von zwei Einkünften. Das eine sind die Zahlungen der Migranten im Ausland und das andere ist die Baumwolle. Also das ist kein wirtschaftlich sehr potentes Land. Und man hat sehr viele Aufrufe gestartet. In Frankreich ist die Hölle los. Auch die deutschen Afrika-Verbände haben in einer Rundmail heute aufgerufen, also Protest gegen diesen Putsch anzumelden. Und das befürchtet man wahrscheinlich. Deshalb hat man gedacht, okay, aus Sicherheitsgründen nehmen wir die mal fest und gucken, wie die Reaktion ist. Es hat natürlich auch massiv Protest auf der internationalen Ebene gegeben. Die EU hat protestiert, der Weltsicherheitsrat der UNO hat protestiert, die AU, die African Unity hat massiv protestiert und auch die Nachbarländer. Also die haben schon ganz viel Gegenwind abbekommen, die Putschisten. Aber jetzt muss man schauen, wie die Entwicklung weitergeht. Ich hoffe nicht, dass es ein Blutbad gibt.
Wenn du jetzt noch fragen würdest, was sind die Voraussagen für die nahe Zukunft? Also das ist ganz schwer zu beantworten. Es gibt natürlich diverse Szenarien. Das Katastrophenszenario wäre, die halten jetzt auf Biegen und Brechen durch. Sich abzeichnende Volksbewegungen werden einfach niedergeknüppelt. Das ist die eine Möglichkeit und dann wird ein neues Wahlgesetz verabschiedet und dann werden Wahlen abgehalten, wo man vielleicht die alten Parteigänger durchstrickt. Es gibt ein zweites Szenario, was auch möglich ist. Sie ziehen sich zurück nach einer Wahl, aber wenn die nicht vernünftig organisiert wird, könnte es sein, dass das Land gespalten wird und wir einen erneuten Unruheherd haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Norden von Burkina Faso die ganzen schwierigen Länder liegen, wie Mali, wo der Friedensprozess auch am Stocken und Eiern ist. Wir haben Niger, das in seiner Nachbarschaft zu Libyen natürlich ein sehr schwankendes Land geworden ist. In beiden Ländern waren eigentlich Prozesse unterwegs, die auf Destabilisierung deuteten. Im Niger ist im nächsten Monat, glaube ich, Wahlen. In der Elfen, oder nein, ich glaube im Frühjahr und in der Elfenbeinküste, dem Nachbarland, wo der Campaoré zunächst hingeflohen ist, sind im Oktober Wahlen. Das ist kein gutes Signal für die regionalen Länder, nicht? Ja, vor allem in Niger und auch in Mali ist ja die Boko Haram auf dem Vormarsch. Ist die Ja. Gefahr auch da? Ja. Ja, eindeutig, wobei ich denke, Boko Haram ist jetzt nicht in sich eine Terrorgruppe, die überall präsent ist, sondern die nutzt politische Leerräume, wo ein Vakuum entstanden ist und da dringt sie ein. Sie hat ja zeitweilig viele Verluste erlitten, weil in Nigeria doch auch mit internationaler Hilfe sie zurückgedrängt worden sind. Sie haben sich aber jetzt in die Nachbarländer verlegt und im Norden vom Senegal, auch in Burkina Faso, an den limitrophen Grenzgebieten hat sie sich eingenistet und die warten darauf, dass Staaten sich destabilisieren. Und dann ist gerade, wenn Staaten sich destabilisieren im subsaharischen Raum, dann tritt immer so ein Muster auf, was man jetzt schon recht gut beschreiben kann. Dann gewinnt immer der Bevölkerung, die natürlich Angst um ihre Existenz hat, sozusagen Sicherheit garantiert. Und das ist auch oft die Funktion von diesen islamistischen Radikalgruppen, die dann einfach Schutzfunktion übernehmen. Und das ist dann das primäre Ziel. Die Einwohner wollen das. Und dann haben die wieder einen Brückenkopf gebildet. Ich würde aber jetzt für die momentane Situation in Burkina Faso, also Boko Haram, nicht als einen Faktor, der bedrohlich ist, bezeichnen. Ich glaube, da sind wir noch weit von weg. Gibt es eine islamistische Partei, die auch zu den oder Nein, islamischen nein. Also Gruppen? das ist verrückterweise noch nicht so weit vorgedrungen. Das trifft eher die Länder Niger und vor allem Mali, die natürlich auf Kreuzungslinien sitzen von nomadisierenden Tuareg zum Beispiel, die ja sich über vier Länder, fünf Länder erstrecken. Und nach dem Zusammenbruch von Gaddafi in Libyen und der Auflösung dieses mächtigen großen Staates natürlich jetzt große Freiräume haben und sich da bewegen können. Das sind die limitrophen Länder. Und wenn man weiter nach Süden geht, gerade dieser Ex-Bereich der französischen Kolonien da, die sind davon in diesem Maße noch nicht bedroht. Aber solche Szenarien sind denkbar, wenn jetzt dieser Prozess des Übergangs zu einer wie immer gearteten Demokratie unterbrochen worden ist durch einen erneuten Putsch. Natürlich auch eine Schmerzung der klassischen Bilder, die wir von Afrika haben. Obama hat ja versucht, auf seiner letzten Reise hat er ja gesprochen vor der AU in Addis Abeba und hat gesagt, Leute, ihr müsst lernen, ich bin 2 Jahre, 2 Legislaturperioden Präsident und dann trete ich ab. Das gilt eigentlich auch für euch. Das wäre ein Zeichen von auch Machtwechseln. Das ist aber als Botschaft nicht angekommen. Aber das ist etwas, was in Afrika natürlich sehr schnell dann zu Destabilisierung führt, nicht?